Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück in Minecraft Tiny City. So, wir hatten im letzten Part wieder einen Haufen Tiere eingefügt und ja, wir sollten die jetzt dann einmal umbenennen. Wir fangen mal mit unserem Hund an und da kommt der Name von der Sophie und der Hund soll Simba heißen. Ja, genau. So, dann heißt du mal Simba. Da gab es auch von der Nannys Pferdewelt noch einen Vorschlag, dem Hund doch eine Hütte zu bauen. Ich habe schon überlegt, als ich das gelesen habe. Und habe überlegt und denke, hä? Wohin? Ich habe wirklich keine Ahnung, wo wir dem Hund eine Hundehütte hinbauen könnten. Hier vielleicht einen kleinen Unterschlupf oder sowas. Wir werden das auf jeden Fall irgendwie mal ausprobieren. Mal schauen. So, ich würde dem jetzt gerne noch das Halsband einfärben und zwar in Türkis. So. Ne? Also ich glaube, das ist ganz nett. Kein Blau oder sowas, sondern einfach nur einen Türkis. So, Simba, du bleibst da sitzen. Dann haben wir hier eine Katze. Ja, eine süße Katze. Und da habe ich mich für den Namen Schnusel entschieden. Von Mario. War richtig, ne? Ja, genau. Von Mario. Hallo Schnusel. Du musst aber sitzen bleiben. Du haust sonst ab. Kann man bei Katzen das Halsband einfärben? Wir werden das ausprobieren. Ne, lila ist irgendwie komisch. Ach, wir nehmen Orange, falls es geht. Falls nicht, ist auch okay. Ja, auch das geht. Ach, stimmt ja. Nein, natürlich, klar, haben wir ja im Resort schon gemacht. Wir hatten ja im Smaragd auch das Halsband in grün eingefärbt, ne? Natürlich, klar. Ach, total vergessen. So, okay, jetzt habt ihr beide eigentlich fast das gleiche Halsband. Finde ich gut. So, dann machen wir mit unseren Schafen weiter. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir hier gar kein Tor drin haben? Man kann ja nicht zu den Schafen rein. Da gibt es kein Tor. Ist mir auch jetzt erst aufgefallen. So, dann fangen wir mal an. Und zwar mit dem braunen Schaf. Und das braune Schaf soll Cookie heißen. Und der Name kommt vom Lucas Says. So, braune Schaf. Dann geht es weiter mit dem schwarzen Schaf. Und das schwarze wird Blackie heißen und der Name kommt von der Evelyn. Also ein schwarzes Schaf. Wir haben ja zwei, ne? Ja. Ah, okay. So, dann haben wir noch den Namen Meh von Ashley. Komm, du bist auch ein schwarzes Meh. Dann kommt der Name Coco von der Karin. So. Und dann haben wir noch Sean von der Anna. Haben wir noch ein Schaf ohne Namen? Ach komm, Sean muss doch eigentlich weiß sein, oder? Und dann ein Wollknäuel von der Clove. Den Namen fand ich toll. Wollknäuel fand ich super. Hat mir wirklich gut gefallen. So, okay. Dann haben wir alle Tiere benannt. Und machen dann gleich weiter im Haus. Und zwar gab es da auch noch einen Vorschlag vom Christopher, ins Lagerfeuer, nein, in den Kamin Lagerfeuer zu machen. Also die Dinger habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Also ja, die waren einfach weg. Werde ich gleich ausprobieren. Und die Hütte hatte ich ja schon gesagt. Genau, dann war es das eigentlich auch. Ich glaube, ich habe nichts vergessen zu erwähnen. Dann schauen wir doch mal nach dem Lagerfeuer. Also hier sollten wir vielleicht Holz untermachen. Durch den Pfad sieht das irgendwie doof aus, ne? So. Das sollten wir austauschen hier. Oh. Na gut, okay. Dann machen wir es halt doch weg. So. Ja, sieht besser aus. Das fällt gleich gar nicht mehr auf, finde ich. Okay. So, Lagerfeuer, Lagerfeuer. Die kann man dann doch auch hier auf das Holz stellen, ne? Wobei man dann ja eher Stein nehmen kann. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die waren doch hier, ne? Ja. Ja, ja. Oh, aber die droppen das Bild.
Schade. Sehr schade, aber guck mal, das ist ja. Also, ich glaube, unser Rauchabzug ist nicht sehr effektiv. Sieht nett aus, muss ich sagen. Also, sieht wirklich nett aus. Wie sieht denn das aus, wenn man das so stehen hat? Ah, okay, das steigt nach oben. Und da verdunstet es dann. Da ist es also hoch genug. Da bleibt es aber im Kamin hängen. Aha. Was passiert, wenn ich da aufmache? Nichts. Auch gut. So, jetzt ist ja die Frage, was machen wir mit dem Kamin? Hier, das müssen wir ja sowieso auch noch abändern. Ne, wir hätten jetzt ja hier, dass wir hier hochgehen. Ne? Könnte man ja so mit zwei. Dann hätte man den Schornstein etwas dicker. Ja, was eigentlich auch ganz nett aussieht, ne? Wenn der dicker ist. Gefällt mir ganz gut. So, jetzt könnte man natürlich beigehen und das Ganze hier so machen. Sehe jetzt gar nicht so blöd aus, weil wir den Schornstein oben drüber haben. Und hier hätten wir eine Wand hinter. Das fände ich schon ganz nett. Also, das ist wirklich mit dem... Das ist ja wirklich... nett. Ja gut, man müsste jetzt natürlich hier noch viel weiter rein, damit das dann auch abziehen könnte, theoretisch. Ja. Aber ich glaube, das wird dann tatsächlich zu viel. Das müssen wir so lassen. Okay. Ja. Okay. Na gut, okay, wir lassen das so. Gefällt mir ganz gut. Und hier lassen wir das auch so. Das finde ich auch nett. Das ist okay. Ne? Also, denke, damit kann man gut leben. Hallo. Alles ja. So, Hundehütte. Hund und Hundehütte. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Ich überlege noch. Mit der Küche war die eigentlich so einverstanden, wie sie ist. Ja, doch, die Abdeckung würde ich dann auch drauf lassen. Denke ich mal. Ja. Gut, dann lassen wir die nämlich so, wie sie ist. Finde ich nämlich eigentlich auch ganz, ganz nett. Okay, Hundehütte. Ach, Simba, wie machen wir jetzt deine Hundehütte? Ich hätte da ja schon eine kleine Idee, aber ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Ja, das ist zu mittig. Das ist immer mittig. Wir könnten das Ganze. Wo ist denn hier? Da. Das Ganze. Oh, verdammt. So machen. Ja. Sieht jetzt nicht so wirklich toll aus. Und ich glaube, das wäre dann wiederum zu nah am Weg. Und wenn wir da hinten zumachen. So. Nee, das ist irgendwie doof. Und so mit Zaun. Das sieht auch doof aus, ne? Das wirkt nicht wirklich nach Hundehütte. Obwohl. Komm, komm mal mit so da, so. Ich versuche dich da mal hinzuschieben. Ja, komm, lass dich mal schieben. Nein, nicht ins Feld, sondern dahin. So, da, genau, rein da und umdrehen. Ja, perfekt. Okay, Moment, das müssen wir noch ein bisschen, da den Futternapf. Dann könnte man in der Theorie hier einen Haken hinmachen. Funktioniert ja leider nicht, da die Leine dran zu machen, oder? Nee, funktioniert nicht. Das wäre toll gewesen. Weil das sehe dann wirklich super aus, aber nein, lassen wir so. Oh. Dann vielleicht doch den
eher dahin. Und dann hat er eigentlich nur so einen, ja, so einen kleinen Unterschlupf, wenn es halt mal regnet. Nachts kommt er sowieso ins Haus, muss nicht draußen bleiben und ist nur tagsüber draußen. Und deswegen, denke ich, reicht das, wenn er so ein bisschen Regenschutz hat. Okay, ja. Lassen wir erstmal so, kann man immer noch mal ändern, falls das so gar nichts ist. Okay, zurück ins Haus. Hier haben wir jetzt ja noch einiges zu tun. Licht haben wir hier jetzt ja recht viel durch die Lagerfeuer. Die sind wirklich hell. Da haben wir den Glowstone drinne. Jetzt brauchen wir hier noch einen Esstisch. Den würde ich gerne aus weißen Stühlen machen. Das hätte ich gerne. Weiße Stühle, also Quarz hier. Wollen wir so einen Vierer machen? Oh, verdammt. Oder eher so einen Zweier. Naja, es ist ein kleines Tiny Home, ne? Aber man muss schon irgendwo ja auch Leute unterbringen können, falls man mal Besuch bekommt. Deswegen würde ich das vielleicht so machen. Mal eben kurz die Tür da wieder dran machen. So, genau. Nee. War nur eine Idee, also ein Versuch. Das ist alles viel zu hoch. Ich hätte gerne einfach mal die Möglichkeit, die Tische etwas tiefer zu platzieren. Das wäre nämlich wirklich toll. Das kann man jetzt mit den Falltüren kann man das machen, ne? Dann hat man die nämlich hier und nicht oben drauf, ne? Nur so wäre das eine tolle Sache. Aber ich finde, mit 4 sieht das irgendwie ein bisschen viel aus. So könnte man das Ganze auch machen. Das sieht gar nicht so schlecht aus, aber das ist tatsächlich, glaube ich, zu viel. Ja. So nehmen wir es. Wir nehmen es jetzt so klein. Das ist, ist schön. Gefällt mir. Ja, die Tür passt auch ganz gut zu den Fässern. Das finde ich gut. So hat man auch einen Klapptisch irgendwie, ne? Man muss den nicht nutzen, man kann den wegklappen und sich hinsetzen und hochklappen und alles ist gut. Okay, ja, nehmen wir so. Jetzt haben wir hier aber noch Platz. Wir haben hier unten noch einen Haufen Platz. Nun ist es so, dass wir ja noch den Hund dann irgendwie unterbringen müssen, weil der nachts da drin ist. So, jetzt mache ich hier erstmal eine Tür rein. Und den würde ich mit nach oben nehmen. Hier könnte man jetzt noch ein paar Schallkartonen hinpacken. Ja. Okay, ist vielleicht ein bisschen viel. Holz wäre nett, da zu lagern. Was nehmen wir denn da? Da würde ich das da nehmen. Ja, machen wir einfach so ein bisschen Holz dahin. Ja. Oh, das geht natürlich nicht connected. Schade. Das wäre jetzt toll gewesen. Wieder irgendwie so kleine wären toll. Ah, vielleicht kann man da nochmal einen Dekokopf machen. Ich schreibe mir das auf. Ich hole den dann gleich nach der Aufnahme. Dekokopf Holz. Und dann kann man hier vor vielleicht noch einen kleinen Kopf legen. Der wird wahrscheinlich auch connecten. Da müssen wir mal schauen. Sonst müssen wir das Gitter irgendwie ein bisschen abändern. Okay. So, dann haben wir das Bad und wir haben hier noch die Ecke. Wir haben noch gar keinen Stauraum in diesem Tiny-Häuschen. Finde ich jetzt im Moment noch gar nicht schlimm. Ich glaube nicht, dass eine Bauernhofskatze, die eigentlich den ganzen Tag draußen ist, einen Kratzbaum im Haus braucht, oder? Braucht die das? Ach, vielleicht einen kleinen. Die kommt ja nachts auch rein und schläft. Wobei die dann wahrscheinlich eher tagsüber drinne ist und schläft. Welche Farbe nehmen wir denn dann für einen Kratzbaum? Ich muss gerade mal gucken hier. Da haben wir Wolle. Das wäre dunkelgrau, würde gut passen. Ja. Das würde relativ gut passen.
Ja. Dann Schwarzeiche. Nee. Ich glaube, wir nehmen Birke. Eiche meine ich natürlich. Und dann das da oben drauf. Haben wir einen kleinen Kratzbaum. Und, ja. Was machen wir da hin? Eine Höhle. Aber so sieht es, glaube ich, am besten aus, ne? Haben wir da eine kleine Höhle unten noch. Und, hier oben dann eben den Kratzbaum an sich. Ja, ich denke, das ist okay. Das kann man so lassen. Ja. Also gefüttert werden sie halt dann draußen oder hier irgendwo. Das wird dann einfach hingestellt. Da gibt es dann keinen festen Platz. So, Badezimmer. Genau. Da müssen wir uns jetzt ja auch überlegen, was machen wir mit dem Badezimmer. Da muss rein. Ein Klo. Das haben wir hier. Eine Dusche. Dusche, Klo, Waschbecken. Ich glaube, das Klo würde ich hier hin machen. Wir sollten noch einen Boden noch machen, ne? Was nehmen wir denn da? Ich habe ja die letzte Zeit eigentlich vermehrt. Mal das mal angucken, das sieht gut aus. Vermehrt diese bunten Sachen genommen. Diese, ist das lasierte Keramik oder wie heißt das Zeug noch? Hier, genau, die, ach, glasierte Keramik. Die habe ich ja die letzte Zeit oft für Badezimmer benutzt. Aber ich glaube, diesmal möchte ich das Ganze ein bisschen einfacher haben. So, Klo. So rum Klo vielleicht. Und dann können wir da noch eine kleine Dings machen. Eine, Klorolle. Obwohl, da kann man auch einen Kopf nehmen. Die sind schöner. Holz und Klorolle. Okay. So. Das hole ich dann alles noch für die nächste Aufnahme. Dann eine Dusche brauchen wir. Da brauchen wir einen Hebel. Und hier dann Glas. Ich würde das hier tatsächlich jetzt so ein weiß-schwarz machen, das Bad. Das ist jetzt nicht unbedingt schön, ne? Schwarz, weiß-schwarz-blau. Jo, denke ich, geht zu. Ja, gibt's keinen Eingang in die Dusche. So ist, glaube ich, okay, oder? Ich denke, ja. Da müssen wir natürlich jetzt irgendwie noch, was drunter packen. Eine Stufe. Aber was? Wolle gibt es ja keine Stufen. Dann bleibt einem ja eigentlich nur Quarz. Genau, so. Ja, das ist okay. Blauer Teppich vielleicht noch davor legen. Oder man macht das Ganze so und legt das in die Dusche rein. So als Duschmatte. Das geht auch. Das nehmen wir jetzt erstmal. So, dann haben wir noch Waschbecken, das wir noch brauchen. Ein Waschbecken. Ein wirklich, wirklich kleines Badezimmerchen hier. Hebel. Und dann würde ich gerne Schallkartonen nehmen hier. In Blau. Und die connecten. Connecten. Ich hasse das. Echt, das ist so ätzend, wenn diese Sachen immer connecten. Warum kann das nicht einfach nicht connecten? Oder warum kann es nicht die Möglichkeit geben, das ein- oder auszuschalten? Das wäre doch eine super Sache. Ich glaube, wir machen das Klo mal da in die Ecke. Ich glaube, das sieht einfach besser aus. Ist das so okay? Ich weiß nicht. Oder so? So? Wie würde ich hier denn aufs Klo gehen wollen?
Und wahrscheinlich gar nicht. Das geht schon eng hier. Okay. Mann, das ist wirklich schwierig. Hier machen wir das Klo hin. Das Klo geht direkt neben der Dusche. Und hier hinten ein bisschen Stauraum. Plus das Waschbecken. Das habe ich jetzt hier. So, ne. Ein Doppelwaschbecken. Auch nicht. Also ich glaube, ein Doppelwaschbecken wäre für hier dann tatsächlich ein bisschen groß. So könnte man es machen. So hat man auch ein bisschen mehr Platz und man könnte das Klo dann hier hinnehmen. So. Wir können das ja auch mal mit Trichter ausprobieren, ob das vielleicht ein bisschen weniger wuchtig wird. Ne, das finde ich so besser. Mhm. Ja. Ja, also so könnte man das nehmen. Das ist okay. Ein bisschen Deko. Wir brauchen hier ein bisschen Deko. Und zwar eine blaue Blume hätte ich gerne. Kornblume. Die sieht ganz nett aus. So, genau. Ich überlege gerade, ob wir hier eventuell Bilder drüber machen. Also jetzt nicht unbedingt Bilder, sondern Rahmen vielleicht. Oder doch Bilder. Ich weiß gar nicht, was es im Default für Bilder gibt. Oh ja, das ist doch nett. Das ist doch auch nett. Okay. Ja, okay. Ja, nehmen wir so. Mhm. Gefällt mir gut. Okay. Nee, kein Teppich. Gut. Ein wirklich winziges, kleines Badezimmer. Da kommt dann jetzt auch noch eine Tür rein. Und, ja. Und dann gehen wir nach oben. Das machen wir dann allerdings im nächsten Part. Also, bis dann. Ciao, ciao.